Kaffeesatz ist ein toller Dünger. Ich nenne ihn mal Zusatzdünger, denn alleine reicht der natürlich nicht aus. Aber gerade für Pflanzen, die es eher sauer mögen, ist er so das Tüpfelchen auf dem i. Und weil so viele von euch hier bei YouTube, aber auch bei Instagram in den Kommentaren danach gefragt haben, zeige ich euch jetzt mal, wie ich in meinem Schrebergarten mit dem Kaffeesatz umgehe. Ich bin Horst, ich bin Gärtner und mein Schrebergarten ist mitten in Berlin-Charlottenburg. Mir ist es wichtig, so viel wie möglich im Garten zu verwenden und so wenig wie möglich wegzuschmeißen. Kaffeesatz ist ein super Pflanzendünger, weil er einfach die wichtigsten Pflanzennährstoffe enthält und weil er das Wachstum so richtig fördert. Und außerdem kostet er nichts. Ihr kennt das ja alle. Wenn ihr den Kaffee aufgebrüht habt, dann bleibt das übrig. Den Kaffeesatz wollen wir haben, der wäre so aber viel zu nass und matschig. Den könnten wir nicht verwenden, der würde schimmeln und da wäre eher das Gegenteil erreicht als das, was wir gerne hätten. Das heißt, ich schütte den hier in so eine Schale hinein. So, alles rein. Nichts vergeuden von dem wertvollen Rohstoff. Und dann ist der hier drin, nämlich eine Gabel. Ich nehme mal so eine kleine Gabel, vielleicht eine Kuchengabel ist ganz gut, und drücke damit die Klümpchen, die sich gebildet haben, richtig auseinander, damit die Luft gut überall rankommt. So, und dann, wenn ich alles einmal schön durchgerührt habe, die Gabel lasse ich drin, nehme ich das Schüsselchen und stelle es an die Fensterbank. Am besten irgendwo, wo die Sonne drauf scheint. Und immer, wenn ich mal dran vorbeikomme, rühre ich wieder ein bisschen. Und nach ein paar Tagen ist das Ganze dann richtig schön trocken geworden. Und dann wird es so ein ganz angenehmes, samtiges, weiches Pulver. Und jetzt hat es genau die richtige Konsistenz, um damit in den Garten zu gehen oder auf den Balkon und zu düngen. Mein Sonnenhut, der freut sich schon auf die Kaffeegabe. So wie ich am Morgen hier in meinem Staudenbeet, kommt der Kaffee auch richtig gut. Und ich streue den immer erstmal so ein bisschen auf. Dann stellt sich die Frage, soll ich den einarbeiten oder nicht? Ich würde den immer einarbeiten. Dann kommen die Mikroorganismen einfach besser ran. Und außerdem werden die Regenwürmer angelockt. Und die helfen uns dann beim Lockern des Bodens. Also hier bei meinem Sandboden ist es mit dem Kaffee sowieso richtig klasse, weil ich bringe ein bisschen Humusstoffe in diesen sandigen Boden und das kann ihm nur gut tun. Das ist überhaupt ein klasse Gerät, gerade für Balkongärtner, weil da stehen die Pflanzen ja auch sehr eng und da kann man sehr schön zwischen den Pflanzen den Kaffeesatz einarbeiten. Also man kann mit dem Kaffeesatz eigentlich wirklich nicht überdüngen. Kein Problem. Es ist einfach immer gut, so viel wie möglich einzubringen und man kann ruhig die ganze Woche über sammeln und wenn man dann eine ordentliche Menge hat, dann geht man raus in den Garten und bringt das aus. Jetzt fängt es gerade an zu regnen. Da könnte man ja fragen, muss man, nachdem man den Kaffee ausgebracht hat, eigentlich gießen? Muss man nicht. Dann, wenn es regnet, ist es okay und dann fangen die Mikroorganismen an zu arbeiten. Alles wunderbar. Also ich glaube, mit Kaffee hat man wirklich gar keinen Stress. Der macht nur Gutes und ihr seht's, die Pflanzen danken es einem. Wenn auch ihr ganz bestimmte Dünger kennt, von denen ihr begeistert seid und die vielleicht nicht so bekannt sind, dann schreibt mir die doch bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann klickt gerne rein.